Aber irgendwie müssen wir auch noch, glaube ich, diese Clamps bekommen, weil das kann ja irgendwo nicht sein, dass man da so früh drankommt und dann kriegt man sie doch nicht weg. Ich gucke mir nochmal die Maschine an. Wenn sie schon mit ihrem geheimnisvoll, es ist ja irgendwo unwahrscheinlich, dass wir da viel später irgendwie erst dran müssen. Das glaube ich jetzt eigentlich. Ist selten der Fall, dass man im Adventure dann viel, viel später wieder zurück muss. Also gucken wir uns die Maschine nochmal genauer an. Was kann man hier alles machen? Da ist Maschine. Geheimnisvoll. Gut, geheimnisvoll. Ich kann nur die Zange wegnehmen, aber das bringt mir natürlich nichts. Habe ich noch mehr Zeugs dabei? Okay, gut, jetzt habe ich mal ganz kurz wegen der Maschine einen Blick in ein Walkthrough gegeben. Und das ist, wie ich gesagt habe, so ein klein bisschen unlogisch. Denn obwohl wir den rosa Zettel gelesen haben... Ich habe den Zettel an der Pinnwand entdeckt. Na, ihr werdet gleich sehen. Es könnte mein Ring sein. Es tut mir leid, aber könntest du ihn beschreiben? Klar, er trägt eine Gravur. Süße 16. Mein Dad hat ihn mir geschenkt. Das einzige Mal, an dem er meinen Geburtstag zur Kenntnis genommen hat. Ja, das ist er. Ich habe ihn beim Staubsaugen unter dem Sofa gefunden. Da hast du ihn, Liebes. Danke. Er ist nicht wertvoll, aber irgendwie hänge ich doch daran. Der Ring ist sehr hübsch. Ja, das ist er. Das ist das einzige Mal, dass mein Dad mir was Hübsches geschenkt hat. Er hatte an dem Tag wohl beim Pokern gewonnen. Komisch, aber ich hasse ihn nicht mal. Er ist ein Mistkerl und hat mich fast jeden Tag meines Lebens wie Dreck behandelt. Aber er tut mir einfach nur leid. Warum? Weil er nicht lieben kann. Nichts und niemanden. Und weil er bis zu seinem Tod jeden Tag unglücklich bleiben wird. Bin ich froh, dass ich das alles hinter mir habe. Hoffentlich sehe ich ihn nie wieder. Falsch. Ich habe es ja beschlossen. Ich werde ihn nie wiedersehen. Wow, ein echter Sonnenschein, die April. Aber jetzt habt ihr gerade das gesehen, was ich meinte mit etwas unlogischen Rätseln. Ich hatte ja diese Note schon gelesen und habe aus dem Grund mit der Fiona gequatscht, weil ich eigentlich den Ring abstauben wollte. Aber jetzt muss man natürlich vorher erst diesen Zettel ihr geben, damit man darüber sprechen kann. Das ist dann halt nicht so wirklich streng logisch. Aber was soll's, so ist es halt. Hoffentlich brennt nichts durch. Die Anlage läuft. Und schon können wir anfangen, das Rätsel hier auch ein bisschen anzugehen. Gut. Nur mal für den Fall, dass wir hier irgendwas kaputt machen. Das wollen wir natürlich nicht. Ist das Spiel gespeichert? Und jetzt gucken wir mal. Rechte Schraube, linke Schraube. Das sind wahrscheinlich Sicherungen und das sind Lichter. Okay. Was wollen wir jetzt eigentlich erreichen? Ah, okay. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was ist denn überhaupt der Desired, dass alle vier grün sind, oder? Dass alle hochkant sind, oder querkant, oder? Führen wir einfach mal die Maschine aus. Okay. Zu viel Druck. Rührt sich nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Soll ich den Wasserdruck irgendwie runterbekommen? Ist das der Gag? So. Okay.
gucken, was passiert jetzt? Er steht auf 100%, schätze ich. Rührt sich nicht. Der Wasserdruck ist zu hoch. Ja, ja, ja. Jetzt? Ein Druckventil. Jetzt? Kann ich jetzt abgreifen? Nee. Er steht auf 0%. Kein Druck. Ah, warte, dann kann ich hier zudrücken. Gut, jetzt dürfte hier kein Wasser mehr rauskommen. Haha, haha, haha. Kann ich das jetzt wieder anmachen? Ein rostiges altes Rad. Wahrscheinlich dreht man damit das Wasser auf und zu. Ah, ich habe alle Sicherungen also durchgeschaltet, sodass die Maschine wieder läuft. Das kann ich hier auch nichts mehr anwählen. Der steht auf der Tank, der Teil rostiges altes Rein Druckwend. Geheimnis, okay, meinen Goldring nehme ich wieder mit. Das Kabel muss sowieso bald ersetzt werden. So, jetzt hätten wir wenigstens dieses Rätsel gelöst und kommen hier weiter. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir die Clamp, die können wir vielleicht mit irgendwas benutzen. Na, guck mal. Dann versuchen wir hier irgendwas. Halt zurück. Das nützt nichts. Ich brauche was Festes, um die Zange offen zu halten. Hä? Was meinst du? Was Festes, um die Zange offen zu halten? Hä? Was? Okay. Heftpflaster? Ja gut, so bleibt sie natürlich. Das Endchen ist aufgeblasen. Okay. Was habe ich jetzt da gebaut? Ich habe keine Ahnung. Was zum Geier? Was habe ich jetzt da gebaut? Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Okay. Dann gehen wir vielleicht jetzt nochmal woanders hin. Wenn ich nur wüsste, was ich jetzt mit dieser lustigen Konstruktion anstellen kann. Aber wichtig ist ja auch immer in jedem Adventure, wenn es irgendeinen Screen gibt, durch den man durchlaufen kann, dann kann man auch dem Screen auch meistens irgendetwas tun. So, also muss man hier zum Beispiel irgendwas tun können. Deswegen können wir uns ja hier mal ein bisschen umschauen. Okay, da geht's hoch, genau, das ist der rote Pfeil. Da kann ich DNS scannen. Hier geht's in die. Die Typen kann ich quatschen. Kann ich hier irgendwas machen? Funken. Okay. Was haben wir denn da? Neben dem Gleis läuft ein Starkstromkabel. Zwischen den beiden ist was eingeklemmt. Scheint ein großer Eisenschlüssel zu sein. Aha, aha. Wettlich kann diese Konstruktion für irgendwas verwenden, zum Beispiel dafür. Aus dem Teich hinter unserem Haus habe ich nie was angeln können. Mal sehen, ob ich jetzt mehr Glück habe. Ach, jetzt ist klar. Wow, das ist ja mal schwer logisch. Ach, oh mein Gott. Nein, die Zange ist zugeschnappt. So erwische ich den Schlüssel nicht. Okay, dann muss ich jetzt diese Konstruktion erst wieder aufblasen. Ich muss erst das Endchen abnehmen. So, Endchen ohne Luft, deswegen, okay. Jetzt blasen wir das Endchen auf, benutzen das Endchen mit der Zange, dadurch ist die Zange offen. Und jetzt benutzen wir die offene Zange mit unserem Angelopfer.
Und wenn wir dann unten sind, geht die Luft raus und die Zange geht zu. Und wir haben uns quasi eine Angel gebaut. Und damit den Schlüssel geklaut. Petrihai, wer sagt's denn? Da hast du recht. So, und jetzt rein in den Zug. Und den Schlüssel können wir vielleicht dazu benutzen, um diese Elektroklappe zu öffnen. Ich denke, das wird der Sinn der Sache sein. So, und gucken wir mal ganz kurz. Ja, genau, das ist direkt dieses Gebäude. So. Nein, laufen. Nicht schauen, sondern laufen. Liebe April. Ein Sicherungskasten. Ja, komm, ran an den Sicherungskasten. Jetzt nehmen wir unseren Schlüssel, der perfekt so aussieht wie ein Schlüssel, der in das Schloss muss. Und gucken uns den Sicherungskasten an hier. Ich bin irgendwas rum. Das Kabel rum. Ist fast durchgetrennt. Wenn ich einen Schutz vor dem Strom hätte, könnte ich es leicht rausziehen. Dazu nehmen wir jetzt unseren Gummihandschuh, gehe ich mal davon aus. Nicht mit dem Loch im Handschuh, sonst gibt's April am Stück gegrillt. Vielleicht einem reparierten Handschuh? Ja, perfekt. Okay. Blöde Leuchtschrift, leuchte endlich! Jetzt ist es ganz aus. Muss das Leuchtschild wohl reparieren, woll? Ich hol mal eben die Leiter und mein Werkzeug aus dem Keller. Und jetzt geh hinten durch die Tür, mein kleiner, dicker, dummer Mann. Dum-didi-dum-didi-dai. Ja, ja, lauf nur vor. Die kleine liebe April läuft dir gleich nach und wird dich im Dunkeln niederschlagen und dann... Nein, okay, wir spielen ein Adventure, da gibt es sowas natürlich nicht. Aber hier scheint es jetzt irgendwie gefährlicher zu sein. Deswegen schauen wir uns mal kurz um. Wann war denn die Müllabfuhr zuletzt da? Stinkt ja erbärmlich. Ein Müllhaufen. Ein Müllhaufen. Ein Müllhaufen. Vielleicht. Ein Müllhaufen. Trockene Lappen, Zeitungen und eine halbvolle Öldose. Ich würde sagen, extrem feuergefährdet. Mhm, da haben wir einen Feuermelder. Ein Rauch- und Feuermelder. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-lei. Rein damit. Und jetzt? Und jetzt? Super, da kommt schon jemand. Verpiss dich! Sag, Matze, bei uns brennt's. Das hatte jetzt nicht die gewünschte Wirkung. Der Notausgang des Kinos. Ah, okay, ich muss... Der Türknauf fehlt. Ich kann sie von dieser Seite nicht öffnen. Ich muss in dem Fall irgendwie verhindern, dass die Tür wieder zufällt. Schauen wir uns einfach hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Was ist das? Erinnert mich dunkel an irgendwas. Warum verspüre ich den Wunsch, langsam die Hände zu heben? Oha. Der Schatten wird von den Müllsäcken geworfen. Mhm. Ein Müllhaufen. Kann ich den vielleicht so verbessern?
Jetzt sieht es wirklich aus wie so ein Typen, der mit einer Waffe darauf zielt. Gut, dann verbrennen wir das Ding nochmal. Vielleicht hat ja der Typ so viel Schiss, dass der... Vielleicht sollte ich die Dose vorher öffnen. Oh. Ja, solltest du. Fucking offensichtlich, Mädchen. Und los geht's. Super, da kommt schon jemand. Okay. Sag, also bei uns brennt's. Ich bin dumm. Und jetzt ziehen wir unseren kleinen Schimpanse auf. Und lassen dem ein bisschen Angst machen vielleicht. Genau. So. Hey, you! Yeah, you! Hands up! Spread your legs! And do the monkey! Mister, nicht schießen, ja? Und es tut mir leid, dass ich Sie vorhin verfolgt habe. Freddy macht gerne den Affen, wenn Sie es wollen. Er macht den Affen, wie Sie ihm sagen, dass er aufhören soll. Hey, du! Ja, du! Der ganz helle? Gucken wir uns mal kurz im Kino um. Und da ist, wie der erwarten, der gute Cortez. Jetzt schauen wir mal. Du weißt gar nicht, wie schwierig es war, dich zu finden. Magst du Filme? Klar, wer nicht? Aber ich wollte dir noch sagen... Ich mag moderne Filme weniger. Zu laut, zu teuer oder zu selbstbezogen. Die richtig alten Filme dagegen besitzen einen ganz eigenen Charme. Bitte unterbrich mich nicht schon wieder. Ich unterbreche dich nie. Außer wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe. Aber red weiter. Was wolltest du wissen? Warum hast du mich in der ganzen Stadt nach dir suchen lassen? Dich suchen lassen? Ich bin seit Stunden hier, Senorita. Die Frage ist eher, warum du dich so angestrengt hast, mich zu finden. Ja, wollte gerade sagen hier, du Nasenbär. Wir wollten uns doch heute Morgen treffen. Wir waren nicht verabredet. Ich habe morgen vorgeschlagen, aber du schienst abgeneigt. Es tut mir leid, dass ich so schwer zu finden war. Hör auf, du wolltest, dass ich dich suche. Ehrlich gesagt, nein. Ich musste mich ein paar Stunden unsichtbar machen. Hat das etwas mit dem Polizisten zu tun, der das Kino observiert hat? Caramba. Also weiß gut, dass ich nicht zu dir rausgekommen bin, sieh? Er ist weg. Hast du Ärger mit der Polizei? Mit der Einwanderungsbehörde? Nein, Senorita, nicht mit der Polizei. Es gibt wichtigere Leute als die Polizei. Ich will's nicht wissen. Mit Gangs oder der Mafia will ich nichts zu tun haben. Du möchtest mit gar nichts zu tun haben, oder? Mein Leben ist schon kompliziert genug. Ich weiß nicht mal, was ich hier soll. Du suchst, brauchst Antworten. Das sagst du laufend, gibst mir aber keine Antworten, nur Fragen. Wer ist hinter dir her? Was ist mit mir los? Woher weißt du so viel über mich? Ich werde deine Fragen heute beantworten, April. Bis heute Abend wird sich deine Weltsicht verändert haben. Nichts wird bleiben, wie es war.
Na, da bin ich mal gespannt. Du sprichst im Rätseln. Wie Sex in der Seifenoper. Endlose Dialoge und wenn's zur Sache geht, wird's dunkel und man sieht nur die Bettdecke. Du willst es wirklich wissen? Dann komm mit. Ich zeige dir die Wahrheit. Die Stelle eignet sich wie jede andere. Wenigstens sieht uns keiner, außer den Ratten. Uns sehen? Wobei? Tritt zur Seite, Signorita. Wozu? Was hast du vor? Alice, ich schicke dich durch den Spiegel ins Wunderland. Okay. Jetzt spinnt er. Was ist das? Bitte sag, dass das ein Hologramm ist. Das ist ein Spiegel. Er zeigt deine Träume. Aber ich sehe nichts, außer Licht. Du musst schon hindurchtreten. Hindurchtreten? Oh nein. Du musst dich entscheiden, April. Alles hängt von diesem Augenblick ab. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Alright. Aber die Entscheidung musst du selbst treffen. La vida es corta. Du musst wissen, wie du leben willst. Naja, da hier jetzt ja irgendwie andere Leute auch schon so Weltenübergänge erleben, würde ich behaupten, dass hier wirklich die Kacke am Dampfen ist. Und auf geht's. Na schön, ich tu's. Vamos. Tritt in das Licht. Sag das nicht, es klingt so schicksalsschwer. Verrat mir nur, was jetzt passiert. Du machst gleich den ersten Schritt auf der längsten Reise deines Lebens. Yeah. Aber keine Sorge, ich werde hier warten. Ich muss verrückt sein. Ja, das kann man voraussetzen. Okay, und kann ich den mitnehmen? Man sollte ja nie seinen kleinen Gefährten. Und auch den Hut vielleicht wieder? Geht es? Passt perfekt. April, du bist da. Man sollte ja nie Sachen zurücklassen, also hinein. Beinahe hätte ich es vergessen. Besuche meinen Freund Brian Westhouse, wenn du soweit bist und hierher zurückkommen möchtest. Das Licht. Zum Greifen nah. Es zieht sich mit uns. Con Dios, Kind. Möge das Gleichgewicht dich beschützen.